herzlich willkommen, liebe Zuschauer von German Junior TV. Ich melde mich jetzt hier um kurz vor 11 aus der Halle. Gerade wird das Herren-Einzel gespielt und neben mir steht jetzt Max Weißkirchen. Der hat seine erste Runde schon hinter sich. Und zwar hat er gegen Tech Si So aus Malaysia gespielt. Max, leider ein ganz enges Ding. Was sagst du zu deinem Spiel? Ja, war sehr interessant, mal einen Malaien spielen zu sehen, der in der Nationalmannschaft spielt. Und also jeder Ballwechsel hat mir Erfahrung gebracht und habe viel gelernt in dem Spiel, wo meine Defizite noch sind. Gerade im ersten Satz hast du ja 20-17 geführt. Das war, das sah schon ganz gut aus. Wir dachten alle, den ersten Satz holt er sich. Und dann auf einmal, was war los? Ich glaube, der Malaye hat am Anfang halt ein bisschen rumgespielt nur. Und am Schluss hat er dann angezogen und war ärgerlich, den ersten Satz dann noch zu vergeben. Okay, trotzdem hat man gesehen, dass du auch im zweiten Satz da nicht aufgesteckt hast, hast hier tolle Ballwechsel mit ihm geliefert. Der Malaye war ja auch letzte Woche im Halbfinale bei den Dutch Junior, das heißt also ein beachtlicher Erfolg heute auch für dich. Wie geht's jetzt weiter für dich bei dem Turnier? Ja, ich versuche ins Turnier jetzt nochmal, also der Start war sehr gut, ist gelungen und ich versuche halt jetzt noch meine Spiele gut zu spielen und vielleicht eine Runde mal zu gewinnen und dann weiterschauen. Okay. Du spielst jetzt noch Mix mit Julia Henkel. Luja Kunke, genau. Und Doppel mit Malte Leibacher. Wie siehst du da deine Chancen? Ja, im Mix wird schwer gegen Kasper Antonsen, Juli, Fine Ibsen, weil die sind auch im Nationalteam sehr stark. Und im Doppel habe ich, denke ich mal, haben wir eine Chance mit Malte Leibacher, weil wir spielen gegen Deutschen und gegen Bulgaren. Und da können wir das Spiel gewinnen eigentlich. Wird aber schwer. Gut, alles klar. Vielen Dank, Max, dass du dich hier bereit erklärt hast, direkt nach dem Spiel. Und wir wünschen dir für den weiteren Verlauf des Turniers ganz viel Erfolg und viel Glück. Und vielleicht sehen wir uns ja hier morgen wieder. Okay, bis dann. Ciao.